Ja, hallo liebe Assassinen-Freunde, wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge, neue Aufnahmesession von Assassin's Creed Black Flag. Hier bei Outsider Gaming, der Terrence Fell auch wieder am Start. Hallo sicher, Terrence. Ja, und meine Wenigkeit, der Buck Spencer. Jetzt kannst du reden. Jetzt kannst du reden. Was denn reden? Weiß nicht. Aber wir sind wieder zurück bei Assassin's Creed und ich finde, das ist der Hammer. So. Hammer. So. Und jetzt gehen wir los zum gelben Rufzeichen. Und auf dem Weg dorthin werden wir natürlich viele Abenteuer erleben, nicht? Nicht. Nicht. Das ist, warum ist Havanna eigentlich ganz rot? Nicht. Das war doch noch nie so. Das bin ich nicht froh. Du, keine Ahnung, ich weiß es nämlich eher noch weniger als du. Ei. Ah, Hund! Komm her. Oh, brav. Bravo, Waulo. Was, Waulo? Ja. Ist quasi Spanisch für Wuff Wuff. Wuff Wuff. Da schau her, da ist es, eh? Da schau her. Ist wahrscheinlich oben oder auf der anderen Seite. Oder drin. Wo denn drin? Weiß ich nicht. Glaube ich, es ist oben. Da kreischt halt auf. Reinkommen wir ja nicht. Oder schaut aus, als ob es oben ist. Da schau her. Nein, ich glaube, es ist unten. Okay. Servus. Verdorbenes Blut, dann starten wir die Mission. Ah, Captain Kenway. Ich vermute, das ist das freundlichste Gesicht, das ihr seht, seit ihr vor Anker gingt. Steht Havanna meinetwegen unter Ausgangssperre? Ei. Torres glaubt wohl, jemand sei hinter ihm her. Er hat recht. Ein widerliches Ding. Ist es das, was ich glaube? Ei, seht her. Mit dem Blut des Gouverneurs können wir durch seine Augen sehen. Das ist bei der Kirche. Verwahrt es gut. Nur für den Fall. Ich bin in meinem Büro. Viel Glück. Oh ja, jetzt weißt du auch Bescheid von dem Geheimnis. Laureano Torres aufspüren. Torres. Okay, dann werden wir das mal machen. Und zwar ganz geschickt. Zack. Das ist ein Schnipper. Ja, der ist schon irrelevant für uns. Wenn der in diese Richtung schaut. Na, fast. Da muss man dann. Alles klar, schau dir. So. Torres, wo bist du? Ich nehme an, der wird oben sein irgendwo, ha? Bist du es halt einmal? Aber da kommen wir ja hoch. Also von dem her dürfte nicht so das Problem sein. Hoppala. Da stehen ganz rundherum. Das muss doch egal sein. Sehr geil. Stehen so da unten, keiner sieht was. Ganz egal. Da war nichts, das war nur ein Vogel. Die da an der nichts, oder? Stimmt. Nur ein Vögelchen hat gezwitschert. Und ist auch gestürzt. Voll. Was ein Spritzgag gehabt hat. Ein Spritzgagvogel. So. Und er hat. Na, was kommt jetzt? Ich merke mir das nicht. Was denn? Wer dünn schießt, wird hart getroffen. Ja. du bist da so ein richtiger Outsider-Gaming-Fanboy, wenn du das nicht merkst. Ja, wie gesagt, wo dünn geschissen ist, hart abgestürzt. Beziehungsweise aufgekommen. Ach ja. Ich bin gespannt, wann du das mal merkst. Also bin ich schon gespannt drauf. Das. Aha. Okay. Vielleicht können wir da ja wirklich, wenn wir da oben stehen. Na, wow. Ist das unten vielleicht irgendwo der Kollege? Der springt umeinander. Hast du Masen gehabt? Ja, absolut.
Wenn, er muss aber da irgendwo. Dann ist er vielleicht doch unten, ha? Keine Ahnung. Na, ich wollte mir da eigentlich festhalten. Mhm. Okay. Natürlich sind da feindliche Penners. Muss uns wurscht sein. Nein! Man laufst du draußen nochmal. Ja, ja. Weh. Okay. Okay, wir sind unten. Ah, da ist er. Verfolgen sollen wir die Kollegen. Mhm. Gerne doch. Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Ja, warum müsst ihr dahin? Ya han enviado la mayoría de la flota. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien. ¡Atención! Okay, bleiben wir so stehen, oder? Wo geht der hin? Bitte nach links. Yes. Yes, yes, ja. Und jetzt wieder links. Nein. Calla. Un rumor acaba con la confianza más rápido que una bala. Ni menciones a los asesinos. Was nehmen wir, Thomas? Keine Ahnung. Jalapenos. Espero que te equivoques. Ahí, vosotros. Jalapenos. Antes de que os las tenga que cerrar, yo. Señor, sí, señor. Señor, sí, señor. Palabras no me catones. Hasta la fuego y grande cojones se compre. esta la putito clatina. este el masivo. Du gottverdammtes Monster, gracias, señor. Vamos, amigos. Vamos a la jalapeño. Lata cojones. Vamos a la playa y toda la noche. Ah, leck. Also. Na. Gell? Bastardo. Da sind sie unten. Sechs Sekunden. Fünf. Vier. Wir gehen einfach weiter. Ja. El Tiburon verfolgen. Kannst du mir Atem abmachen, gell? Wurscht. Okay. Attentaten nieder. Na, na. Attentat? Wattentat? Was das ist Jugendwort ist? Des Jahres. Ja, hast du schon letztes Mal gesagt. Ja, aber diesmal habe ich wieder Neues gehört. Ja, dann ist ja nicht das Jugendwort ja, des Jahres. Ja, weiß nicht, ob das eine in Deutschland war und das eine in Österreich. Ach so. In Österreich, weil ich glaube, sagen wir halt einmal so, dass das jetzt das eine in Deutschland war. Das, ja. Was haben wir immer gesagt? YOLO? Nein, YOLO war das zweite. Nein. Irgendwas anderes war es. YOLO, dann war In Your Face. In Your Face, genau. Und Swag. Swag, ja. Und das Neue ist? Ja, WhatsAppen. Haben sie gesagt letztes Mal. WhatsAppen. WhatsAppen. Wie kommen wir da jetzt rüber am besten? Du handelst die da auf und springst so ein Ding oben drüben ins Wasser. Was soll ich eigentlich machen? Nur verfolgen soll ich ihn? Töten. Töten. Okay, alles klar. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Dann schauen wir mal, ob das so funktioniert. Nein, funktioniert nicht. Das kann ja gleich sein.
Wir müssen dort über das Schiff kommen rüber. Glaube ich. Ja, und du tunst das halt. Ja, ich muss da zuerst irgendwie runter. Sprichst du da? Nicht den Kämpfer verwickeln lassen, ist mir eigentlich relativ egal, aber ich glaube, über das Schiff kommen wir wirklich darüber. Wir reden so viel Tour. Oder über den Baum? Nein. Oder? Was? Wir haben jetzt gesehen. Au! Na gut, dann hilft ja nichts. Liebe Assassinenfreunde, Attentatserie. Warum steckst du jetzt wieder ein? Geht's dir nicht gut, oder was? So, menschliches Schild. Au weh, au weh. Warum? Hey, hallo? Wo? Was ist das denn? Ja, er reagiert nicht. Warum reagiert... Ah, jetzt? Nein. Der hat nicht reagiert. Sag ich gleich, dass du nicht fähig bist. Na, fähig bin ich schon. Aha. Zeig mal. Aufnahmefähig. Ja. Aufnahmefähig von was? Ja, und ist ja gleich immer noch ins Wasser fällt, gell? Ja, ne, ist auch gesoffen. Ja, so schnell. Ist gleich erschossen. Außer du wischst ihn zuerst. Oh, das kann was werden. Alter, jetzt bist du gleich. Spring halt ins Wasser. Sorry. Guter Tipp. Ja. Was hilft kein Moment? Ja, ist ja so. Brauchen wir gar nicht übers Schiff. Brauchen wir nur da rein. Dann gehst du da rein. Ja, das werde ich machen, Verzeihung. Der ist ja da drinnen. Können wir den easy peasy auf. Easy going. Mhm. WhatsApp mal da. Was? WhatsApp mal da. Unbedingt. Na? Es fehlt im Schritt. Kuckuck. Na, ich hab nur gepfiffen. So, am besten nähern wir uns ihm. Ah. Durch die Wand. Hat er nicht da. Und pfeif einmal. Naja, ruhig. Jawohl, sehr gut. Boah, der ist voll gegen den Wandschrank Kantenkasten gerannt. So, easy going. Aber eigentlich total die falsche Richtung. Ganz leicht. Müssten eigentlich. Da muss der da rausziehen. Wahrscheinlich. Ja, da bin ich reingekommen, ja, muss ich ja da raus. Das Fenster aus. Ja. Und dann können wir da rüber. Im Innenhof ist der wahrscheinlich. Mhm. Komm ich nicht rauf? Du bist eh schon mal aufgeregt da. Ja. Oder nicht? Rechts. Jumpe wieder runter da. Dann lass die Arme oben. Stimmt. Und dann können wir rüber. So. Passt. Da können wir jetzt hoch. Wenn ich da schon alle ausgerottet habe, warum sind die dann da wieder?
Eine Nachbesetzung halt, was da? Ja, wahrscheinlich. Das Blut an der Mauer, geil. Ja, ich hab kurz kotzen müssen. Können wir von da herum eliminieren?